Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers. Wir wollen heute hier den Blick auf den britischen Pfund zum japanischen Yen werfen und zwar mit dem Blick auch auf Swing-Trading-Setups. Vorab aber wie gewohnt der Risikohinweis, schaut euch diesen bitte an, lest euch diesen durch, denkt daran, dass ihr entsprechend Stop setzt, dass ihr die Positionsgrößen entsprechend eurem Konto anpasst und dass ihr, wenn ihr Fragen habt, natürlich auf der Seite von JFD Brokers nachschauen könnt. Wir haben es heute Donnerstag, den 22. Februar 2018. Es ist jetzt 19.12 Uhr, also es geht dem Ende des Tages zu und wir wollen uns hier natürlich jetzt mal einer Swing-Trading-Idee widmen, weil hier ist es ja nicht so interessant, dass man jetzt den geeigneten Einstieg direkt am Tag findet und dann eben seine Position auch am Tag gegebenenfalls wieder schließt, sondern eben, dass man da dann auch das Potenzial hat, dass der Markt sich über mehrere Tage und Wochen entwickeln kann und der Trade sich entwickeln kann und man hier eben nicht permanent vor dem Rechner sitzen muss, um eben darauf zu achten, dass man eventuell den Stop nachzieht oder ein Take-Profit an der einen oder anderen Stelle macht oder beziehungsweise die ganze Zeit hier auf den perfekten Einstieg lauern muss. Ja? Also somit hier der Blick auf Swing-Trading-Idee im britischen Pfund zum japanischen Yen. Schauen wir uns den Markt erstmal auf dem Wochenchart an. Das ist natürlich auch für Swing-Trading-Idee erstmal ein sehr, sehr großer Chart, ein sehr, sehr langläufiger Chart. Wir schauen hier bis in das Jahr 2006 zurück. Das ist natürlich auch für Swing-Trading-Ideen, wenn man jetzt sagt, okay, der Trade soll sich vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln und wir schauen hier irgendwie 10 Jahre zurück, ja, dann ist das natürlich auch ein relativ großer Chart, aber nichtsdestotrotz kann man hier eben natürlich auch diverse Bereiche entdecken und ich lege dann auch erstmal primär auch Widerstände und Unterstützungen auf relativ großen Zeitebenen fest, schaue mir eben markante Punkte aus der Vergangenheit an, wo eben bestimmte Linien gezogen werden können, die diverse Hochpunkte und Tiefpunkte hier irgendwo erreichen, fange dann im Wochenchart an, gehe dann meistens runter auf den Tageschart, schaue dann auch hier noch, schiebe den dann entsprechend so ein bisschen zusammen auf etwas größerer Ebene und ihr seht, dass ich hier Linien reingelegt habe, die diverse Tiefpunkte und Hochpunkte dann erwischen und das ist eben relativ banal. Ich lege mir auf den großen Zeitebenen eben wirklich eben relativ grob erstmal Widerstände und Unterstützungen rein und passe die dann entsprechend auf kleineren Zeitebenen noch an und ihr seht, dass ich jetzt hier rund um den aktuellen Kurs dann die Linien auch schon etwas enger gefasst habe, um hier eben entsprechend dann auch zu schauen, wo könnte man eventuell einsteigen. Was ist hier wichtig? Wo pendelt der Markt auch auf kleineren Zeitebenen aktuell? Und da ergibt sich hier eben gerade so eine kleine Schiebezone. Das gucken wir uns gleich auf kleiner Zeitebene nochmal an. Aber ich möchte auf diesem Niveau hier nochmal darüber sprechen, was jetzt erstmal an Potenzial möglich ist. Und wir sehen hier die generellen Swings dann auch auf Tagesebene. Und das sind gar nicht so viele Tage, das sind hier nur wenige Wochen, diese Swings, die hier so stattfinden, nach oben, nach unten, in beide Richtungen, sehr, sehr sauber, das ist sehr schön. Es ist immer schön, wenn sich ein Trend entwickelt, dass der eben sehr sauber funktioniert, sehr sauber läuft und somit ein interessantes Währungspaar hier auch drin zu traden, weil wir haben zwar auch langsame Abwärtsbewegungen mit sehr behäbigen Swings, ja, wo es immer wieder hochläuft, dann mal wieder ein Stück nach unten, dann wieder hoch, dann wieder mal ein kleines Stück nach unten, aber wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr saubere Bewegungen auf das oder auf was wir natürlich warten. Wir wollen natürlich saubere Bewegungen haben, wo wir dann auch sauber, wenn wir diesen Markt auf irgendeine Art und Weise schön erwischen, wo wir sauber dann auch den Stop hinterherziehen können und dann natürlich irgendwann mal entweder im Take Profit oder dann auch durch den Trailing Stop, den man hinterherzieht, dann aus so einem Trade rausfällt. Ja? Und sowas erwarte ich natürlich dann auch, wenn ich Setups festlege, dass der Markt nach oben oder nach unten auf irgendeine Art und Weise ausbricht und dann eben schöne, saubere Bewegungen hinlegt. Und da ist auf der Unterseite hier erstmal Luft bis zum nächsten Unterstützungsniveau, 147,60 Pi mal Daumen. Sollten wir allerdings hier runter durchbrechen, dann ist hier sehr, sehr weit Platz auf der Unterseite, was natürlich sehr, sehr interessant ist für die Abwärtsseite, wo wir uns das Setup gleich anschauen werden. Genau das gleiche nach oben. Sollten wir hier doch dieser letzten Bewegung auf Tagesbasis folgen und hier eben die Aufwärtsseite wieder favorisieren, dann ist es ebenfalls denkbar, dass der Markt erstmal an den nächsten kleinen Widerstand läuft, aber dann eben wirklich Schwung aufnehmen kann in den Bereich 154,85 Pi mal Daumen. Also auf beiden Seiten wirklich schönes Potenzial, was wir uns erstmal im Hinterkopf merken. Wir haben jetzt schon mal grob Ziele festgelegt, wo es durchaus realistisch ist, dass der Markt hinläuft, weil wir haben das ohne Probleme in der Vergangenheit beobachtet, dass der Markt solch schöne Bewegungen macht und das ist nichts anderes als hier runterlaufen oder eben auch hier hochlaufen und wenn der Markt hier wirklich weiterhin stark ist und diese Bewegung hier nach oben fortsetzt, dann ist es ja sogar denkbar, dass wir neue Bewegungshochs ausbauen. Ja? Okay, das merken wir uns im Hinterkopf.
Also beide Seiten interessant, beide Seiten wirklich tradebar. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal auf dem 4-Stunden-Chart an, wo ich dann auch meine Einstiege suche, beziehungsweise mir die Level aussuche, wo ich dann für solche Trades einsteigen würde. Ja? Und da sehen wir natürlich auch noch hier generell diese Aufwärtsbewegung, aber die letzte Kernbewegung hier abwärts, auch diese Aufwärtsbewegung ist durch reine Trendfolge jetzt erstmal gebrochen, weil das ist das letzte Tief dieser Aufwärtsbewegung, das wurde nach unten durchstoßen, auch dieses Tief wurde nach unten durchstoßen und jetzt hängt der Markt hier in so einer kleinen Schiebezone, wo wir auch nach unten mal kurz schon mal rausgedippt sind, nach oben schon mal kurz rausgedippt sind, aber uns jetzt hier in den letzten Stunden, das ist ja immerhin auch, dann müssen wir mal kurz schauen, wo wir hier angefangen haben in dem Bereich, das ist der 9. Februar. Ja, also hier auch schon wirklich einige Tage in diesem Bereich und jetzt ist es interessant, die Aufwärts- oder die Abwärtsseite uns irgendwo rauszusuchen. In beide Seiten hatten wir ja gerade gesehen, ist es denkbar, dass der Markt ausbricht aus solch einer Schiebezone. Schön wäre es, dem Kerntrend zu folgen, dann eben die Long-Seite oder diesem längerfristigen Trend, nochmal auf Tagesbasis, dass wir eben diese Konsolidierung eben wieder brechen und dann dem Kerntrend, hier dieser Kernabwärtsbewegung Bewegung zu folgen. Also hier beide Seiten wichtig, aber jetzt kommt es gleich, dass man hier dann gegebenenfalls schaut, dass man die Aufwärtsseite, weil die letzte Kernabwärtsbewegung hier eben wirklich oder die Kernbewegung abwärts ist, dass man die Aufwärtsseite mit einem kleinen anderen Setup handelt als die Abwärtsseite. Ja? Das schauen wir uns jetzt hier mal an und das wären dann auch, Moment, gucken wir nochmal kurz, dass ich mein Zeichenwerkzeug kriege. Das sind dann eben die Überlegungen, die ich dann wirklich auch auf etwas kurzfristigen Ebenen finde, dass ich jetzt hier so ein bisschen abweiche. Also die Abwärtsbewegung, da die letzte Abwärtsbewegung hier auf Fort oder die letzte Kernbewegung auf dem 4-Stunden-Chart, beziehungsweise auch auf dem Stundenchart, wir sind ja jetzt aktuell auf dem Stundenchart, aber auf dem 4-Stunden-Chart abwärts geht, würde ich hier schon diese Triggerlinie, die ich hier eingezeichnet habe, es ist hier auch schon so ein Unterstützungswiderstandsniveau mal gewesen, ein Unterstützungsniveau. Wenn wir jetzt hier ranlaufen nochmal, die Abwärtsseite finden, dass man den Bruch dieser Linie durchaus hier als Einstiegstrigger nutzen könnte, um dann entsprechend dieser Kernbewegung zu folgen an das nächste Unterstützungsniveau. Das ist das auf großer Zeitebene, was gar nicht so weit weg war. Ja, und wenn wir hier einen Trade finden, wir gucken gleich mal nach dem Risiko, hier das Risiko dann vielleicht in diesen Schiebezonenbereich legen, weil wir gehen ja davon aus, dass der Markt jetzt endlich mal durchbricht, ja, dann ist es eben schön, schon ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis, wenn wir in diesen Bereich einsteigen, der Markt läuft hierher, wir hatten vorher den Stop auf dieser Ebene, dann haben wir unser Risiko schon mal verdient und man kann darüber nachdenken, auf jeden Fall hier den Stop nach bestimmten Kriterien nachzuziehen und man hat schon dann auf diesen Trade gar nicht mehr so großes Risiko. Und wenn dann die Bewegung einsetzt, das geht ja hier nach unten, wir sind jetzt auf kleiner Zeitebene, aber da war ja viel, viel Platz nach unten, dann habe ich hier mit einem verhältnismäßig kleinen Risiko, mit einem mit einer verhältnismäßig guten Chance, dass ich dieses Risiko dann auch noch verringern kann, die Chance auf der Abwärtsseite relativ gut einzusteigen, um hier dann dieser Kernbewegung zu folgen. Und da geht es dann weit, weit nach unten und man hat ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis, wenn hier in den nächsten Tagen und Wochen wirklich die Abwärtsseite weiter favorisiert wird. Ähnlich, aber etwas abgewandelt die Aufwärtsseite. Da die letzte Kernbewegung abwärts war, würde ich auf der Aufwärtsseite hier zwar auch mit diesem Widerstandsniveau agieren wollen im Bereich 150, 31, aber ich würde hier darauf warten, dass der Markt erstmal nach oben läuft, dass er hier durchgeht. Ja, vielleicht hier mal kurz über dieses Hoch schaut, ja, der Markt dann hier hochläuft, diesen Bereich nochmal auf irgendeine Art und Weise testet, der muss nicht bis runterlaufen, ja, wir haben hier so ein paar Hochs, wir haben hier vorne so ein paar Hochs, also es ist durchaus denkbar, dass wir diesen Bereich gar nicht mehr richtig testen, wenn wir wirklich stark sind, dass wir vielleicht nur hier hinlaufen, dann eben anfängt der Markt wieder zu steigen an das nächste Widerstandsniveau, dann eben weiter nach oben, da hatten wir ja auch eben schon geschaut, da ist es schon denkbar, dass wir hier auch auf der Aufwärtsseite etwas interessant pushen könnten und dann eben hier allerdings abwarten, wenn der Markt zurückkommt, dass man sich so einen kleinen Trigger aussucht und dann ungefähr auf diesem Niveau höchstwahrscheinlich reinkommt, ja, dann hat man hier unten mit diesem Tief, was sich hier bildet, auf jeden Fall schon mal einen interessanten Punkt, wo ich dann relativ zügig, wenn der Markt anfängt zu laufen, meinen Stop hinziehen kann. Ja, vorher müsste man mal gucken, wenn der Markt vielleicht sogar ein bisschen tiefer pusht und dann kommt, wo dann hier der Trigger kommt, dass man den Stop von Anfang an vielleicht schon unter dieses Tief packt oder eben hier schaut, dass man auch in dieser Schiebezone sich
interessante Punkte sucht, den Stop erstmal ein Stück tiefer packt und wenn der Markt dann anfängt zu laufen, eben dann eben den Stop entsprechend nachtrailt, bis man dann auf Einstieg ist und dann hat man ja ein schönes Trade-Management, je nachdem, wie da jeder agiert, dann eben mit diesem Trade zu laufen. Auf der Abwärtsseite hier, wenn man dieses Szenario fährt, dann würde ich zum Beispiel, aktuell hat man dieses kleine Zwischenhoch hier, ich würde da vielleicht leicht drüber gehen und auch so fast in der Mitte dieser Seitwärtszone meinen Stop setzen, dann hat man hier dieses Risiko, was man kalkulieren kann und dann eben, wie gesagt, die entsprechenden Chancen auf der Abwärtsseite. Das die kurze Analyse für das Währungspaar britische Pfund zum japanischen Yen. Das sind so meine Herangehensweisen und so könnte man hier definitiv eben Szenarien aufbauen in diesem Markt und das wäre so die Herangehensweise, wie ich es machen würde. In diesem Sinne, ich wünsche euch gut Trades. Bis zum nächsten Mal wieder zu Swing Trading Ideen hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers. Euer Markus Klebe. Bis dahin und ciao, ciao.